Was ist eigentlich die Definition von der Werbung? Kennst du die Definition von Werbung? Was ist das eigentlich und was bedeutet das? Ich werde immer von vielen Maklern wieder gefragt zu, welche Werbung macht überhaupt Sinn, welche Aktivitäten sollte ich überhaupt machen. Und ich stelle fest, dass Werbung meist nur sporadisch durchgeführt wird. Und es gibt zwei ganz gravierende und entscheidende Grundregeln, die man als Immobilienmakler oder generell auch als Unternehmerin, als Unternehmer beachten muss, wenn man mit Werbung erfolgreich sein möchte. Zuallererst mal ganz kurz die Definition. Was ist denn überhaupt Werbung? Werbung ist nichts anderes als die Verbreitung von Informationen, also man könnte auch sagen Botschaften, bei entsprechender Kunden, bei der entsprechenden Kundenzielgruppe. Also wir reden von Verbreitung, von Veröffentlichung. Ja, das Ganze, meine Botschaft, meine Dienstleistung, meine Produkte in die Öffentlichkeit zu bringen, darüber zu reden und das in die Breite zu bringen. Das ist Werbung. Punkt aus Ende. Und jeder Mensch, der heute unternehmerisch aktiv ist und nicht nur der, sondern der Schützenverein, der Handballverein, der Fußballverein, der neue Mitglieder werben will, der muss Werbung machen und der muss die Botschaft des Vereins verbreiten. Also wir haben einen tollen Verein, wir haben eine tolle Jugendarbeit, bei uns fühlen sich die Mitglieder wohl, bei uns lernen die Kinder Fußball spielen, ja, bei uns holen wir die Kinder von der Straße und so weiter und so fort. Das ist Verbreitung und das hängt immer zusammen mit Botschaften. Botschaften einer Person, Werbebotschaften, der Dienstleistung etc. pp. Wenn ich das vom Grunde genommen her nicht verstehe und ich weiß, wie das funktioniert und wie die Gesetze von Werbung funktionieren, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich dann immer wieder in bestimmte Fallen reintappe. Zum Beispiel in die Falle, etwas funktioniert nicht und dann lasse ich es sein. Nicht so ganz schlau. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Grundgesetz Nummer 1 der Werbung ist, Outflow, also Verbreitung und Veröffentlichung, ist wichtiger als Inflow. Also das heißt, der Fokus liegt nicht auf dem Ergebnis, ist interessant, ja, da wollen wir zwar natürlich hin, dass wir Ergebnisse produzieren, aber das wäre der Inflow. Was viel wichtiger ist, ist das, was wir rausgeben. Und zwar davon viel. Also Outflow ist wichtiger als Inflow. Warum ist das eigentlich so? Ganz einfach. Je mehr ich also rausgebe, also Outflow, Outflow, Outflow. Und das Witzige, das Interessante dabei ist, wenn ich also permanent darauf konzentriert bin, Outflow zu machen, dann kriege ich automatisch Inflow. Das Problem beim Makler, Berg- und Talfahrt, ist, während er ein Objekt verkauft, machen die meisten Makler eben kein Outflow mehr, also sprich Objektakquise, weil sie Einzelkämpfer sind und gar keine Zeit dafür haben. Also wird der Outflow eigentlich immer wieder gestoppt. Es wird immer wieder aufgehört damit. Oder es funktioniert was nicht, weil irgendeine Aktion eben nicht klappt oder es geht mal wieder das Geld aus oder ist jetzt knapp, oh, jetzt müssen wir erstmal was verkaufen. Also fange ich immer wieder an, die Dinge zu stoppen. Tödlich. Es muss immer weiter gemacht werden. Also man kann sogar sagen, dass 20% der Einnahmen sofort auf ein Konto gepackt werden müssen, um am Ende des Tages permanente Werbung zu machen, permanente Verbreitung zu machen. Okay, also Outflow wichtiger als Inflow. Zweite Sache ist, und zwar die Quantität. Also ich muss viel Masse, ich muss viel machen. Die Quantität ist wichtiger als die Qualität. Hier ein Beispiel. Wenn ich also jetzt sozusagen der Perfektionist bin und ich also mehr damit beschäftigt bin, alles schöner, schöner und schöner und noch besser zu machen und am Ende 250 Flyer verteile, aber ein anderer, der sagt, oh, meine Sachen sind auch schon cool, aber ich lege meinen Fokus darauf, viel zu machen, also 10.000, 20.000. Schauen wir uns das mal in einem kleinen Rechenbeispiel an.
Wenn du jetzt ein klassisches Farming betreiben würdest, ich nenne das Standortmarketing, klassisches Farming betreiben würdest und du machst das bei 1000 Haushalten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand verkaufen will unter diesen 1000 Haushalten? 10%. Also 10%, warum? Alle 10 Jahre statistisch gesehen zieht jemand um. Bedeutet also nichts anderes, als dass von 1000 100 potenziell darüber nachdenken, die Immobilie zu verkaufen. Jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, ist das jetzt in so einem kleinen Beritt von 1000 Haushalten so richtig schön smart, um darauf ein Business aufzubauen? Eher nicht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen größer. 10.000 mal 10% heißt 1000. Wahrscheinlichkeit sind 1000 Haushalte. Bei 100.000 sind es schon 10.000 Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Ja? Das heißt also, du musst, jetzt kommt ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich Marketing bzw. Werbung ist ein Mathematikspiel, ist ein Rechenspiel, nichts anderes. Ja? Je kontinuierlicher ich das mache, je kontinuierlicher ich das durchziehe, umso logischerweise kriege ich auch Ergebnisse. Stoppst du also permanent, stoppst du auch deine Ergebniswahrscheinlichkeit. Bleibst du immer in einem kleinen Beritt und veränderst nicht, machst es nicht größer. Also Beispiel, du machst jetzt immer 20.000 Aktionen auf Flyer zum Beispiel und es funktioniert nicht. Dann hört man nicht auf, sondern dann macht man 40.000 oder 60.000. Jetzt kommt natürlich die Situation, oh, ich habe aber gar kein Geld und was soll das denn? Genau das ist der, ist die Barriere, das Hindernis ist einfach, du ziehst es nicht bis zu Ende durch. Und du musst es so lange durchziehen, bis du die Größenordnung hast, dass es funktioniert. Denn Outflow ist wichtiger als Inflow und Quantität ist wichtiger als Qualität. Das heißt wiederum, dass du andere Kanäle brauchst, andere Wege brauchst, um das Geld zu verdienen. Also das Geld darf nicht der Engpass sein, um investieren zu können. Also musst du mehrere Kanäle haben, welche auch immer. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Ölquellen, nenne ich die. Das lernst du bei mir im Coaching. Im Übrigen jetzt an der Stelle, lass mal ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst. Und gern auch einen Kommentar, wie du Werbung bisher gemacht hast. Kommen wir zurück zum Thema. Also das heißt, im Endeffekt stoppen die Leute immer wieder eben ihre eigenen Werbemaßnahmen, weil sie eben auch nur sporadisch die Umsätze machen. Und das ist eben, diese Nuss musst du knacken, weil wenn du unternehmerisch stabil stehen willst, dann musst du kontinuierliche Umsätze aus mehreren Quellen heraus generieren, weil ansonsten wird es dich immer wieder zerlegen. Und du musst permanenten Outflow betreiben im Sinne von Objektakquise, also Werbung, damit du genügend Anfragen von Verkäufern bekommst. Und das ist der einzige Zweck in diesem Bereich, nämlich ausreichend, und zwar Leads, so viele wie geht, die verkaufswillig sind und mit dir oder mit einem Immobilienmakler arbeiten wollen. Das ist der Punkt. Und hierzu zählt einmal das, Flyer, Print, Direktmarketing, alle möglichen Empfehlungen, alles zählt dazu. Und je mehr Ölquellen du hast, umso mehr. Willst du also mehrere, also viel mehr Details und vor allen Dingen wirklich richtig coole Strategien haben und Systeme haben, dann bist du bei mir im Coaching genau richtig, weil wir liefern alle Vorlagen mit allem, was dazugehört. Ja? Also hier nochmal zwei Dinge. Zusammengefasst, Outflow wichtiger als Inflow und vor allen Dingen Quantität wichtiger als die Qualität. Heißt nicht, dass wir Schrott liefern, aber wir müssen auch nicht die Qualität immer weiter höher drehen und dadurch das Handeln an sich blockieren. Also Handeln ist wichtiger als Nichthandeln, okay? So, Werbung ist Verbreitung und ist zwingend wichtig und hat viele Möglichkeiten. Und am Ende des Tages, wer nicht wirbt, der stirbt. In diesem Sinne, alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung. Ciao. Wie ich das eigentlich, ich sag mal, im Vorfeld schon vorwegnehme, dass so Situationen nicht entstehen und dass ich da selber nicht in Unsicherheit gerate, das war für mich eigentlich das Größte, was ich so mitgenommen habe.